Hi Max. Hi Marcel. So, gestern warst du alleine am Berg. Hat ein Kunde angerufen und gefragt, also er hat gesagt, er hat Temperaturprobleme, da ging es ums Thema Heizen. Genau. Ne? Was haben wir da so im Portfolio? Wir haben Heizmatten, was noch? Ein Heizstrahler, also so ein Baustellenheizer eigentlich. Also einfach nur ein Ventilator drin, quasi mit einer Heizspirale. Mhm. Gut, manchmal geht es nicht anders, braucht man einen Heizstrahler. Ich persönlich habe eine Heizstrahlerallergie. Ja, da sind wir wieder beim Thema. Stromsparer, Sparbrötchen. Das Wort willst du schon. Ganz genau so. Bis gleich nach dem Outro. Wir rechnen euch mal was vor. Intro. Entschuldigung. Wir haben euch hier einfach mal ein bisschen was vorbereitet mit einer NDL, einer LED. Wir gehen da jetzt nicht auf die Produkte selber ein. Es soll hier alles nur zur Veranschaulichung dienen. Und mit wieder mal Abluftanlagen. Genau damit kann man dann nämlich wirklich einen Haufen Geld sparen. Man stellt sich also vor, man ist in einer Umgebung, wo man nicht aktiv zuheizen kann. Es sind vielleicht 12 oder 13 Grad. Ja, dann kann's, das sind so Situationen, wo es auch Sinn machen kann, mit NDL zu grauen. Wobei so eine LED ja auch Hitze abgibt. Nur das Verhältnis ist halt umgekehrt. Bei einer LED ist es 100% Leistung kommen da so 60-70% auf deinen Pflanzen als Photonen an. Der Rest ist Abwärme. Bei einer NDL ist es genau umgedreht. Ne? Da kommen also 30-40% deiner aufgewendeten Energie auf deinen Pflanzen als Photonen an. Der Rest ist Abwärme. Also rausgeschmissenes Geld im Regelfall. Deswegen ist NDL auch tot, gerade für kleinere Anwendungen oder so. Für temporäre Projekte macht es Sinn. Oder aber, wenn es kalt ist, da kann man auch NDLs zu LEDs dazuhängen. Einfach nur, weil sie Hitze abgeben. Und man kann so in einem Raum LED und NDL kombinieren. Da hat man wenigstens keine Heizung, sondern man hat mit seiner Heizung auch noch ein bisschen Licht. Ne? Wenn man sich jetzt so einen Heizstrahler anguckt, der verbraucht 2000 Watt. Das ist wirklich schon eine ganze Menge. Also die Kilowattstunde Strom kostet bei den Stadtwerken Gießen, also bei uns in der Ecke, knappe 33 Cent. Ne? Und unser Heizlüfter, ich schwenke mal um, der hat zwei Stufen, nämlich 1000 oder 2000 Watt. Und das rechnen wir jetzt einfach mal durch mit 1000 Watt. Energieverbrauch Gerät A, 1000 Watt, sagen wir 12 Stunden am Tag, 12 Stunden statt 12 Minuten wären gut, Stromkosten berechnen, da hast du also am Tag bei, wenn du 12 Stunden in der Nachtphase 1000 Watt mit dem Heizstrahler hier durchjagst, kostet das am Tag 3,96 Euro. So kalte Monate sind November, Dezember, Januar, Februar und wahrscheinlich noch der März, also 5 Monate. Ich rechne einfach mal 5 mal 30, also 150 Tage mal 3,96 Euro. 150 mal 3,96 Euro sind 594 Euro. Dafür kriegst du halt ein Zelt, eine Abluftanlage mit einer NDL. Das musst du dir gut überlegen, weil jetzt kommt ein Megatrick, den ihr auch in Räumen anwenden könnt. Das erkläre ich euch heute aber ohne Equipment, sondern auf der Tonspur, so wie es von Kunden auch gewesen wäre. Bleiben wir noch kurz bei den 594 Euro. Das war jetzt die 1000 Watt Variante. Wir stellen uns vor, damit wird es nicht warm genug und du brauchst 2000 Watt. Ne? Zwei Stufen. Kannst den Betrag hier nämlich mal zwei nehmen. Kommst du auf 1188 Euro. Da kriegst du dann schon ein richtig geiles Zelt mit LED. Hm? Okay, wie stellt man sowas an? Wie kann ich growen, ohne dass ich eine Heizung nutze, indem ich Tag-Nacht-Phasen optimal nutze? Max, komm einmal rum hier auf den Schreibtisch. Ist jetzt egal, mit welchem Leuchtmittel. Mit NDL kriegt das noch wärmer, mit LED kriegt das auch warm, aber es ist kühler in dem Zelt, wo das Licht an ist. Was ist mit dem Zelt, wo das Licht aus ist? Brauchst also zwei Zelte bei meinem Trick. Wir stellen uns vor, das sind jetzt hier Abluftanlagen. Wir stellen uns vor, das wäre ein Anbauraum. Anbauraum 1, Anbauraum 2. Dann hast du hier 12 Stunden das Licht an und hier die Abluftanlage an. Die beiden Zelte sind also per Schlauch miteinander verbunden. Zelt 1 zieht die warme Luft aus dem Zelt, wo das Licht angeschaltet ist, in das kalte Zelt. Verstanden? Und mit einer Zeitschaltuhr dann das Verhältnis genau umgedreht. Wenn hier das Licht angeht, ist hier die Abluftanlage aktiv. Das ist schon das ganze Geheimnis, das ist alles. So macht man auch Raumplanungen, wenn es kalt ist. Ne? Es gilt also, separates Heizen zu vermeiden, weil es unnötiges Geld ist und die warme Licht für sein Anbauvorhaben so clever wie möglich zu nutzen. So, das war jetzt, glaube ich, ein Video über 5, 6 oder 7 Minuten. Ich kann mir aber vorstellen, dass das vielen von euch sehr hilft bei Temperaturproblemen.
Ja. Wenn ihr da Fragen zu habt, meldet euch gerne bei uns. Wir planen euch nicht nur 2 Zelte, wir planen euch auch komplette Räume. Eben genau unter diesen Gesichtspunkten so effizient wie möglich. Und da gehört unter anderem Verzicht auf Heizung dann einfach mit dazu. Alles klar, Freunde. Dann Max, machen wir noch das Outro. Hm? Machen wir. Max, du hast wie immer noch was Gutes reingeworfen eben in einer kurzen Pause. Und hast gesagt, das ist ja dann gar nicht die gleiche Abluftleistung in den beiden Zelten. Ne? Also ist ja logischerweise da, wo die Abluftanlage betrieben wird, weil es nur ein kleiner Schlauch ist, eine andere Situation, wenn der Filter aus dem Raum, in dem er hängt, die Luft rauszieht. Mhm. Ne? Da hast du gesagt, man kann ein bisschen spielen mit Schlauchgrößen, richtig? Also wenn man genau. einen 100 mm Schlauch oder einen 250 mm Schlauch hat, wie verhält sich das dann so vom Luftdurchsatz? Wenn ihr einen 100 mm Schlauch zwischen die beiden Zelte hängt, also quasi ihr habt aktive Abluftanlage, 100 mm Schlauch, das andere Zelt, dann ist dieser Schlauch ein Engpass und erzeugt quasi einen Widerstand, was dazu führt, dass in dem Zelt, wo die Abluftanlage aus ist, weniger Luft durchgezogen wird, weil ja dieser 100 mm Schlauch ein bisschen blockiert. Nehmt ihr da jetzt ein 250 mm Rohr, dann hat das da schön viel Platz und es ist weniger Widerstand und dadurch habt ihr mehr Abluft in Zelt 2, wo jetzt die Abluftanlage gerade aus ist. Mhm. Aber immer noch nicht die gleiche, wie wenn der Filter jetzt einfach nur aus dem Raum oder aus dem Zelt die Luft umwälzen würde oder austauschen würde. Das heißt, du brauchst da eine geringere oder höhere Leistung bei deiner Abluftanlage, wie du das eigentlich für deine Fläche ausgerechnet hast. Genau, also in dem, wo der aktive Abluftventilator muss immer ein bisschen überdimensioniert sein für das Zelt, wo es drin hängt. Hat eben damit zu tun, dass nicht perfekt die ganze Luft durch das Zelt 2, durch den Schlauch in das Zelt 1 abgesaugt wird, sondern das Zelt 1 ist ja auch ein bisschen, hat Zuluftfenster und so weiter, ein bisschen Widerstand. So, das heißt also, damit in Zelt 2, wenn ihr da Hochblüte macht, aber die Abluft aus ist und es nicht riechen soll, muss in Zelt 1 die Abluft dann ein bisschen überdimensioniert sein. Genau. Oder kannst du halt auch wieder helfen mit diesen Rohrlüftern. Genau. Wenn in so einem Rohrlüfter jetzt hier 100 Kubik draufsteht und du hast den im Rohr drin, wie viel Luft wird dann da geschaufelt? 100. 100 Kubik, ganz genau. Die gibt es ja in verschiedenen Größen. Hier haben wir einen mit 150 mm Durchmesser. Ja, dann direkt der schaufelt 400. 335 Kubik. Okay. Das heißt, egal wer es jetzt nicht verstanden hat, dieser junge Mann hat wie so oft recht. Wir haben ja auch die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen. Wo ich das jetzt wieder sage, da hat uns noch einer einen guten Trick erzählt, wie man Lampenabstand zu den Pflanzen immer messen kann. Kannst du dich an den noch erinnern? Ja. Der war auch noch ein zweites Mal da, komm, den schieben wir noch hinterher. Mhm. Was ich eigentlich sagen wollte, also ihr merkt es ja selber, Max kann man absolut anrufen, der plant euch sowas. Ne? Der denkt bei so Sachen mit, wenn es dann irgendwie doch ein bisschen riecht, dann haben wir immer Möglichkeiten, euch da zu helfen. Größerer Schlauch, Rohrventilator im Rohr. Ja, und wo wir jetzt beim Thema sind, Kunden erzählen uns Tricks. Erzähl mal den Trick, den wir diese Woche so cool fanden. Gut, also der hat sich an seine Leuchte, ich weiß nicht, was er für eine Leuchte, ich glaube irgendeine Sunlight oder sowas, hat er sich einen Faden dran gehängt und da unten kannst du entweder noch ein Gewicht dran hängen oder nimmst du nur einen Faden, also hängst du irgendwie eine Münze dran oder irgendwas in die Richtung. Und hat den Faden genau auf 30 cm lang gemacht oder bei ihm war es glaube ich 40. Ja, und das war eine Mutter, weil die halt ein Loch hat. Genau. Und der Faden war ein Wurstkottel in Hessen, also... Ein Hanfseil. Hanfseil um die Sunlight mit einer Mutter unten drunter, damit er immer genau weiß, wo ist der Abstand zu seinen Pflanzenspitzen. Ja, total banal, aber richtig geil. Ja. Ja. Er hat gesagt, das hat er bei uns auf dem Kanal gelernt. Ich sagte, nee, das höre ich gerade zum ersten Mal. Aber können wir jetzt auch, haben wir jetzt da auch geteilt. So, damit mit dem Trick haben wir dann auch unsere 10 Minuten voll gemacht. Max, vielen Dank. Und ja, wir sehen uns dann bald wieder auf YouTube. Lasst ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Fragen habt, dann. Fragt auch ihn, er kann auch Fragen beantworten. Was soll ich jetzt eigentlich sagen? Schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr anrufen wollt, fragt nach Max. Nein! Quatsch, nur ein Spaß und habt eine gute Zeit. Bis bald auf YouTube. Ciao. Bis dann, ciao. Ja. Das war jetzt wieder das schnellste YouTube-Video aller Zeiten. Wir sind ja wirklich One-Take-Weltmeister. Wieder, sagt er vor allem. Die letzten Videos alle über eine halbe Stunde lang, aber... erfordert natürlich auch immer ein bisschen Kreativität und so. Und mir ist auch klar, wenn jetzt Gärtner so einen Trick nicht gekannt haben und hören das dann zum ersten Mal, da gibt es halt auch ein paar Jungs, die denken, das muss scheiße sein, habe ich noch nie gehört. Glaubt mir, das ist das Ei des Kolumbus. Da spart echte Euros. Dann könnt ihr euer Geld lieber für zusätzliches Equipment ausgeben und holt noch mehr Ernte raus. Und ja, damit ist dann mein Strom, Sparbrötchen, Dasein auch befriedigt. Mach nur mal an. Wir können auch unmöglich jedes Kommentar beantworten wegen Tagesgeschäft. Das geht dann immer mal unter. Ja, stimmt. Dann dauert es irgendwie 8 Tage und ich frage Max, hast du Kommentare beantwortet? Und du sagst, nein. Nein. Also wir probieren das aber dann nimmt uns das nicht böse, wenn wir das vielleicht mal vergessen haben.